Wilmomo Logistics GmbH. Von unserem Hub aus soll die Drohne die einzelnen Zustellorte hier in Grün passieren. Die Energiekapazität der Drohne ist dabei ziemlich gering, weshalb sie einen möglichst kurzen und somit energieeffizienten Weg durchfliegen muss. Nearest Neighbor, Loop, Random Generator, Two Options, Inversion und neuronale Netze sind Beispiele dafür, um mit Hilfe von Algorithmen Rundtouren bestimmen zu können. Eine Möglichkeit, um Routen zu bestimmen, ist der Nearest Neighbor Algorithmus. Bei ihm wird der am nächsten liegende und noch nicht passierte Punkt besucht, bis letztlich die Route vollständig ist. Seine Lösungen sind jedoch suboptimal, wie man am Beispiel anhand der entstandenen Kreuzung sehen kann. Doch wie stellen wir sicher, dass unsere Drohnen die möglichst optimalen Routen fliegen? Die Anwendung von nur einem Algorithmus erscheint mir dabei etwas ungenau. Wir sollten auf eine größere Anzahl an unterschiedlichen Algorithmen zurückgreifen, um diese Frage zu lösen. Genau hierfür brauchen wir die Projektteams. Wilmomo Logistics GmbH.